zum Skype Showdown am Football Videoblog auf GR heute. Natürlich wie immer mit dem Coach Robin Haas. Coach, das Wochenende mit dem Spitzenspiel ist vorbei. Broncos gewinnen bei den Geneva Seahawks mit 31-6. Das hätte man vielleicht so auch nicht unbedingt erwartet, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Am Anfang haben sie gut mitgehabt. Haben sie ein paar Mal gestoppt, haben sie Panther, sind dann mit einem viel Goal in Führung gegangen vom Erika Gett. Offense-wise haben sie nicht viel gemacht, sind viel empty gegangen, was sie gesehen haben. Und Broncos Defense hat sie einfach immer wieder gestoppt. Und danach ist der Dame ein bisschen gebrochen mit ein paar langen Bällen. Und sind, Broncos haben immer wieder kurze Bälle und dann lang reingebracht, dann zum Sündi der Pass. Lütscher hat glaube ich auch einen gefangen. Clark Evans hat einen reingelaufen und dann. Sie ist eigentlich nie im Bedrängnis gekommen. Also jeder auch denkt, es wird enger für ein Spitzenspiel. Zeigt wieder mal Dominanz von den Broncos. Sehr gut coach in der Defense, also wirklich, die haben das gestoppt. Die haben sich ein paar Mal gestoppt. Und ich glaube, die Genfer sind langsam auch die Ideen ausgegangen, denn das hat man auch gesehen. Sie haben nicht mehr gewusst, was bringen. Die Screens haben nicht funktioniert. Ihr Empty Set hat nicht funktioniert, weil es einfach gut deckt war. Er hat glaube, 3 Interceptions gespielt, 2 ganz sicher. Einer auf der Berger und dann noch einer auf der Kai Takahashi. Also, ja, und das ist die Division, das ist einer von der Gagliardi Trophy Finalist in der Division 3. Und er hat Stats, wenn nochmal etwas Stats, das wahrscheinlich auch nicht erwartet. Sicher ist es ihr erstes, ihr zweites Spiel von Genf. Aber jetzt sind sie gerade mal ein bisschen auf die Realität gekommen. Und ja, Broncos Streak ist going, ha? Also ich meine, es ist jetzt 5-0. Und wieder mehr oder weniger sind wir ehrlich ohne Probleme. Man kann schon sagen, das Score täuscht ihn weg, aber eigentlich nicht, weil Genfer haben eigentlich nie können. Eben außer dem ersten Quarter, dort, wo sie ein paar Mal gestoppt haben, aber nachher sind sie eigentlich nie näher gekommen. Ich meine, Halbzeitstand war auch schon klar gewesen, oder? Ja. Mehr oder weniger. Bei den Broncos sagt man immer, eben Broncos Offense, man redet immer von Sünderhauf und Lütscher und so weiter. Aber Defense muss man jetzt schon mal sagen, oder? Genfer Offense ist eine Offense, die 59 Punkte gegen Bern erzielt hat vor 2 Wochen. Broncos jetzt zum wiederholten Mal in dieser Saison in der Defense extrem stark. Ja, ich meine, es war da mit der D-Line. Jeff Wirth ist immer noch angeschlagen, aber hat trotzdem ein bisschen gespielt und nicht durchgespielt, aber der bringt natürlich brutal Druck dort auf der Nose, dort auf der Tackle-Position dort drin. Dann der Böhler schon seit Jahren, der Dan Miranda ist wieder zurück, das ist eine Riesenhilfe. Ich meine, wie der sich entwickelt hat in den letzten paar Jahren, brutal. In der Linebackers, Maher, Kai, all die erfahrenen Leute dort, oder? Wenn man denkt, dass Nico Ritter noch fehlt, weil er Militär ist, dann wäre auch noch Stütze dort. Also sie haben dort wirklich Leute und dann in den DBs mit dem Alex, mit dem Berger, wo schon Ding haben und dann der Cornerback, der ein bisschen jünger ist, wo jetzt den Namen nicht weiß. Also, und ich glaube, der Flake hat sogar gefehlt gestern, der Giesler, der hat sogar nicht, der gar nicht können mitspielen. Wenn man denkt, dass so viele Starters fehlen oder ein paar Starters und trotzdem bringen sie so eine Leistung Week by Week, ja, da muss man. Da ist, wie ich schon gesagt habe, das ist eine beachtliche Leistung. Und wie du gesagt hast, Defense, wir reden immer nur von der Offense, die Defense ist wirklich also brutal. Ich meine, das ist der Swarm Defense, wie die zum Ball anrennen alle. Und Whistle to Whistle, niemand schaut so, jeder rennt an. Und okay. Es ist Erfahrung. In der Defense haben sie mehr Erfahrung als in der Offense. Wenn man so anspricht, der Böhler, der wirklich schon seit Jahren dort spielt, Kai Takahashi, die sind schon Jahre dabei, die wissen, was läuft. Die sind schon 8-9 Mal in einem Game gefunden gewesen. Die kriegen noch keinen Schock mehr, wenn sie das Feld gesehen haben. Das ist nicht wie wenn Rookies können. Oh, also, es hat so, im Game hat es Ding, Wasser-Dinge, die raufkommen. Und Die sind nicht deckt, nichts. Und hat 6 so Dinge, jetzt nicht im Feld, einfach so Beton-Dinge im Feld. Also, es ist eine Gewohnheitssache. Aber wie gesagt, für die erfahrenen Spieler, die wissen das schon und die konzentrieren sich auf das Spiel. Und das macht auch einen Unterschied aus. So etwas. Ja. Absolut. Schauen wir auf den zweiten Match und da hat doch plötzlich Winterthur Warriors schon plötzlich besser da nach dieser Startkanter-Niederlage. Gewinnen sie jetzt zum dritten Mal hintereinander. Schlönder Aufsteiger Luzern klar mit 55-21. Da. Für die Warriors ist jetzt der Saisonstart aufs Mal voll in Ordnung, oder? Ich glaube, man kann damit rechnen, dass jedes Team rechnet damit, dass sie verlieren gegen Broncos. Das klingt jetzt wie komisch, aber also es klingt komisch, ist aber mehr oder weniger so, sie haben verloren gegen Broncos, noch haben sie gegen uns Basel gewonnen und dann zweimal gegen Luzern. Das Schedule ist es halt nur mal so, dass Bern hat jetzt schon zweimal Broncos gehabt, die müssen nicht mehr Broncos spielen. Luzern hat jetzt zweimal Winter gehabt, die müssen nicht mehr spielen. Wir Basel haben es genau umgekehrt, wir spielen jeder einmal und dann nochmal Rückrunde, so wie es eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich ein bisschen anders. Sie wissen, sie sind jetzt Bern, nein, sie haben Broncos nicht mehr. Dass Winter so hoch gewinnt, ist eher überraschend, aber ich habe schon immer gewusst, Luzern wird es schwierig haben.
das hat man ja gewusst, als Aufsteiger. Und obwohl sie ja GFL, QB haben und so, wo ein paar sehr schöne Spielzeuge gemacht hat und auch schöne Touchdowns geworfen hat, aber es langt einfach noch nicht mit dem Kader, um den National mitspielen, weil eben die Differenz ist trotzdem grösser, als sie gedacht haben. Jawohl, das ist. Und dann, die Saison wird dann natürlich schnell auch lang. Wenn man ein paar Spiele hintereinander verliert, ist natürlich schwierig, um den Druck aufrechterhalten als Aufsteiger. Es geht schon ein bisschen nach einem Einbruch aus, jetzt hier im Winterthur. Oder? Ja. Schauen wir doch auf die U19-Meisterschaft. Dort hat Luzern nicht gerade für gute Schlagzeilen gesorgt. Und du hast deinem Unmut auch schon ein bisschen kundtun. Luzern muss in ihrem zweiten Spiel bei der U19 bereits Forfait geben. Ja, das freut natürlich niemand. Nein, wir Coaches haben auch im Chat miteinander geredet, ein paar von uns. Es ist einfach so, in den letzten 7 Jahren hat es einfach immer Forfait gegeben. Forfait, Forfait, Forfait. Eine Forfait-Niederlage kostet ja weniger, als es einen Auswärtsbus gibt. Und dann tun die Leute dann einfach dann gar nicht mehr, also nicht, ich will jetzt niemandem jemanden vorwerfen, aber es ist Statistik online. Und vor 3 Jahren war Luzern in Asia, haben wir so 2, 3 Spiele Forfait gegeben. Lausanne hat jedes Jahr Forfait gegeben. List goes on and on. Und das ist einfach, da muss etwas gemacht werden. Einheitsliga ist auch nicht die Lösung. Wenn man schaut, dass Thun 70-0 gewinnt gegen Biel, dann möchte ich gar nicht wissen, was Bern und sonst Teams gegen die machen würden. Also das ist auch nicht, aber was kann man machen? Aber das Modus mit der aufgeht, nimmt auch die Junioren mit, das funktioniert nicht mehr. Weil sie sind gegen uns schon nur mit 18 Leuten gekommen. Das ist das erste, zweite Saisonspiel gewesen. Und kommen mit 18 Leuten. Wie will man 10 Spiele durchheben? Und es ist verstehend für uns U19-Coaches, haben wir auch Unmut gemacht. Und wie du gesagt hast, wir haben geredet, wir haben gesagt, jedes Mal, wir bereiten uns monatelang vor auf eine Saison. Und nachher fehlen dann einfach Spiele. Und wir haben sie jetzt einmal gehabt, aber die werden wenn sie jetzt schon im zweiten Spiel, also es ist ihr zweiter Ziel oder dritter, schon fehlend, noch in der Halbzeit müssen wir es abbrechen. Also wir machen das jetzt in den restlichen 7 Spielen. Und da muss, und vom SAV ist noch nicht gekommen, was da ist, was ist. Früher ist es so gewesen, das weißt du ja selber auch, wenn zu 19 Team nicht antreten ist, hat das First Team auch Vorfeld verloren, weil die sind zuständig für das Programm. Ein Programm ist nicht nur das First Team aufbauen, Geld in das First Team hineinschmeißen und nicht. Das Programm ist von der U16 aufwärts, am besten sogar wie, Entschuldigung, nochmal muss ich sagen, Broncos oder Winterthur vor allem, Flag. U16, U16 Flag, U16 Tackle, U19, auf und dann hast du das Programm. Nochmal Winterthur, aber sehr viele Programme. Seit Jahren U16 im Final, U19 im Final, seit Jahren. Zürich Renegades, Junioren, super Programm. Warum sind die in der Nazi B? Weil die erste Mannschaft in der Nazi B ist. Die sind gegen uns im 16 im Swiss Bowl gewesen. Super, sie haben nur 2 Spiele verloren, ganz Jahr. Und sind abgestiegen in der Nazi B, weil das Nazi A-Team abgestiegen ist. Und danach sind alle guten Spiele auf Winterthur und die Story goes on and on and on. Man muss das Programm aufbauen, um den Nationalspieler fertig zu schlussen. Du siehst, ich werde da gerade ein bisschen hässig und denke, weil es geht einfach nicht, dass man einfach alles nur in den National hinschmeißt bei den Herren und dann, ja, wir lassen einfach so genug Lizenz haben und sehr gut das schon. Nein, dann können wir nicht in den National fertig. Mhm. Das heißt, du wärst für eine Rückkehr zu dem Modus, dass die nationale Mannschaft auch für Forfait verlieren, wenn eine Juniorenmannschaft nicht kann antreten oder abbrechen muss. Genau, weil dann schauen sie auch ins Ding, dann schauen sie auch, dass die Junioren besser gefördert werden und man macht mehr Trials und man probiert. Schauen, es ist nicht easy. Aber Luzern, Chur ist ein Stück kleiner als Luzern und die sind auch fähig. Und ja, sie sind 0 in 5, aber die haben dort eine Mannschaft, die Leute hat und aktiv und wenn sie nicht genug haben, sind sie trotzdem mit 16 sind sie dort und kämpfen, 16 Leute. Und das muss sich einfach ändern, das mit dem Programm, das ist, wo wir Meister geworden sind im 16. Alle sagen, no, wenn du Junioren hast und du hast 15 Abgänge, bist du verloren. Im U16 haben wir 16 Abgänge gehabt nach dem Meister geworden, sind 16 und alle haben gesagt, oh, jetzt wird es schwer für uns. Wir sind letztes Jahr im Halbfinale gewesen. Man muss auch an die Zukunft denken und nicht immer nur Jahr für Jahr. Und das ist aber das Wichtige. Und das hat nicht mit der Stadt zu tun, es hat nicht mit der Region zu tun, sondern mit dem Aufbau. Und die Leute müssen das langsam mal richtig aufbauen. Okay, schauen wir mal, ob der SAF da gewisse Reaktionen folgen lässt. Schauen wir doch noch auf ein anderes Spiel vom Wochenende, wo nicht sehr erfreulich ist aus Bündner Sicht. Chur Lumberjacks gehen auf Freiburg, wo ebenfalls noch sieglos gewesen sind und gehen gnadenlos mit 6:50 unter. Ja, es sieht schon wieder nach einer schwierigen Saison aus für die Lumberjacks. Ja, und das sind gegen Teams, die eigentlich eine Chance ausgerechnet haben. Die Gott-Teams haben es gar nicht gespielt, wie Zug und Lugano und all das Stück. Also,
das ist düster und deswegen habe ich gesagt, wenn sie das mal nicht packen, knapp machen oder gut, dann ist die Luft aus und das wird so sein. Wie will man die jetzt noch motivieren und machen, jetzt, wenn die guten Teams kommen, die passen und die machen und tun? Ja, ich weiß auch nicht, was mir jetzt sagen. Das wird eine ganz schwierige Saison. Ich hoffe einfach, sie bleiben bestehen und sie kämpfen weiter, das hoffe ich. Und dass sie nicht irgendwie aufgeben oder machen. Aber insofern ist es meistens so gegen ein Team, wo du eigentlich gewinnen könntest und solltest. Verlierst 50-6. Wie gesagt, die guten Teams haben es gar noch nicht gespielt. Also, wenn ich die guten, die besser eingeschätzt sind, haben es gar noch nicht gespielt. Also, das wird sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Schauen wir doch gerade auf die Prognose vom Wochenende und fangen wir doch gerade hier an. Die Lambertschecks haben nämlich 1 gegen 1 für einen guten Team, spielen daheim gegen Lugano am Sonntag. Ja, was ist deine Prognose für das Spiel? Lugano gegen Zug 6-0 verloren. Das heißt, Zug ist ein Favorit. 6-0 ist nichts. Also Lugano wird da nach der Niederlage heiß sein, wird da auf Ems kommen und wird gewinnen. Und werden sich auch hochgewinnen. Ich kann jetzt das leider nicht schön reden, werden hochgewinnen. Ja, also ich hoffe auch nicht, ich hoffe, dass wir das gewinnen, aber als Hoffnung ist ein Sport fehl am Platz. Das wird ein klarer Sieg für Lugano geben. Okay. Laut dem Sachspielplan findet das Spiel am Sonntag, am Nachmittag um 2 an der Oberen Au in Chur statt. Sonntag, am Nachmittag um 2 findet in Chur ein anderes Spiel statt. Das die zweite Prognose, also das ohne Gewehr, laut dem Sachspielplan ist es so. Broncos spielen gegen Brüssel in der European Football League und das ist doch mal etwas, wo man richtig forward schauen kann, oder? Darf ich wieder negativ sein? Sicher. Ich kenne jemanden, der schon gegen Brüssel gespielt hat und die haben gesagt, das wäre ein Team, das gegen Abschied kämpfen würde in der Nazian. In der Schweiz. Ich will jetzt wirklich nicht negativ tun, auch gegen Anti-Werbung, aber das wird wieder ein riesen Kantersieg. Ein riesen Kantersieg für Broncos. Brüssel ist da überhaupt nicht, die sind in der Liga zum Belgien repräsentieren, aber die belgische Liga ist ein Stück schwächer als die Schweizer Liga, das weiß auch jeder. Und wie gesagt, ich kenne Leute, die schon gegen sie gespielt haben. Einer hat sogar von uns, der bei uns ist, dort gespielt. Und er hat gesagt, die würden nicht absteigen, dann hat sie auch kämpfen. Also, ja. Ja, es wird lässig, es ist ein Europacup-Spiel auf der Ringstraße und es ist eine lässige Stimmung und freue euch auf. Also, ich mache es jetzt schön reden. Es wird wirklich lässig, es ist ein Europacup-Spiel, aber die haben keine Chance. Dann möchte ich noch schnell sagen: Potsdam, wo ja letzte Woche 7-0 gegen Brüssel gewonnen hat, hat im GFL-Auftaktspiel 56-0 gewonnen. Gegen? In dem GFL-Auftaktspiel. Ja. Also von dem her, das wird das lässige Spiel. Potsdam Broncos, da wird es ein ganz, ich meine, die sind aufgestiegen von GFL 2 in GFL 1, haben einkauft für nochmal etwas und haben jetzt zuerst gegen Brüssel 7-0 in Brüssel oder 2-7-0 in Brüssel und jetzt zum Auftaktspiel gegen Hildesheim 56-0 in Hildesheim gewonnen. Ja, man weiß, dass dort ein Hype ist in Potsdam und das Spiel wird sicher ein absoluter Knaller spielen, eine riesen Herausforderung für Broncos. Aber zuerst einmal müssen sie die Hausaufgaben am Sonntag machen. Also du prophezeist ja einen klaren Broncos-Sieg. Ein klarer Broncos-Sieg und mit Backups in der zweiten Halbzeit wieder drin. Okay, dann gehen wir doch noch in Nazi A. Dort finden nämlich auch eine ganze Reihe sehr interessanter Spiele statt. Und das erste, wo natürlich immer auch ein Klassiker ist, Bern Grizzlies empfangen eure Basel Gladiators. Da bin ich auf deinen Tipp gespannt. Ja, jetzt ist Bern hat jetzt dreimal verloren, oder? Und hat, muss jetzt gewinnen. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Daher werden sie sehr motiviert rauskommen. Wir sind jetzt auch langsam auf dem Stand, dass sie langsam das Timing haben und alles. Und es wird ein knappes Spiel, es wird ein sehr lässiges Spiel. Ich tippe, dass wenn Gladiators zuerst scoren, dass sie es gewinnen, weil dann müssen bei Grizzlies zuerst zurückkommen. Daher tippe ich auf einen Basel-Sieg. Denn, wenn das passieren würde, würde ich sehr, sehr düster werden für Bern. Das wissen sie auch. Und daher ist das eigentlich das Spitzenspiel von Woche. Weil das ist einfach, die zwei Teams müssen gewinnen. Das sind beides Late Starters. Aber Late Starters sind wir schon in Woche 5 oder ja, Woche 4 besser gesagt, für ein paar andere Woche 5. Das wird sehr gut spielen. Ich bin jetzt einmal optimistisch und sage, Gladiators werden gewinnen. Okay, knapp nehme ich an. Knapp, das wird sehr knapp spielen und es wird ein sehr heiß umworbenes Spiel sein, also heiß umkämpftes Spiel, Entschuldigung, dass ich falsch sage. Und es wird auch intensiv, es ist immer sehr viele Flags in einem Spiel, es sind Nettigkeiten, wenn du weißt, was für Nettigkeiten, ich meine, die zwei Teams mögen sich nicht so.
Und es ist immer lässig, wenn sie gegeneinander spielen, auch als Zuschauer, um zu sehen, wie sie voneinander losgehen. Und so ist es richtig Leckerbissen für Fußballfans. Und das letzte Nationalliga-Spiel, Luzern Lions, sind wir noch sieglos der Aufsteiger, empfangen Geneva Seahawks, die sicher so ein bisschen wie ein verletztes Tier sind, oder? Ja, und da gehe ich auch mit Genf. Luzern hat, wie gesagt, so viele Punkte gekriegt in den zwei Spielen. Schon die Defense ist überfordert, maßlos überfordert. Das machen sie gegen das Empty-Set, wenn da Quarterback in den Rhythmus findet. Die Luzern-Defense ist nicht der Broncos-Defense. Genf wird da auch mehr oder weniger klar können. Erstes Heimspiel, nein, zweites Heimspiel für Luzern und nochmal eine Niederlage wird das gehen. Und dann ist Genf eigentlich schon wieder auf dem Playoff-Kurs. Absolut. Gut, Coach, wir wären schon wieder am Ende von dieser Ausgabe. Danke dir vielmals, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Viel Glück wünsche ich euch am Wochenende und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Das ist es so. Danke vielmals. Ciao. Danke, schön.